Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur wöchentlichen Lernstunde. Diesmal wieder mit dem Thema Judith Polgar. Wir haben uns da letzte Woche ja schon mit beschäftigt und zwei fantastische Partien von ihr angeschaut. Und da werden wir diese Woche auch dran anknüpfen und werden uns ihre Siege gegen die Weltmeister anschauen. Zwar nicht alle, denn tatsächlich hat sie gegen 10 oder 11 amtierende und Ex-Weltmeister gespielt und auch gewonnen. Ich habe mir für heute ein paar Partien rausgesucht, die wir gemeinsam analysieren werden. Und da tauchen natürlich ganz viele unterschiedliche Themen drin auf, unter anderem das Spiel mit dem Läuferpaar, aber auch gegen das Läuferpaar. Wir haben ein paar schöne Turmschwenks, die wir uns anschauen werden und natürlich, wenn wir von Judith sprechen, auch wieder ein paar Mattangriffe, denn das haben wir letzte Woche ja schon sehen können. Judith ist jemand, der unglaublich gut rechnen kann, sehr viele wunderschöne Mattangriffe auf das Brett gezaubert hat. Und davon werden wir heute auch ein bisschen was zu sehen bekommen, allerdings nicht so viel wie letzte Woche. Da war das Ganze schon sehr, sehr taktisch. Ihr erinnert euch sicherlich an die beiden Partien. Und diese Woche werden auch einige strategische Motive auftauchen. Erstmal hallo zusammen in den Chat. Ich versuche diesmal auch ein bisschen mehr auf den Chat zu achten. Das ist mir letzte Woche nicht so gut gelungen und da waren wir dann auch schon nach einer Stunde durch. Ich werde heute immer mal wieder innehalten und schauen, was ihr so im Chat schreibt. Deswegen scrolle ich auch erstmal runter. Ja, Schachpirat, du hast recht. Ich weiß nicht mehr genau, was wir letzte Woche gesagt hatten. Aber ihre beste Platzierung war auf jeden Fall Rang 8 in der Weltrangliste und insgesamt hat sie sich schon recht lange auch bei den Männern vorne halten können. So. Ja, ich soll euch auch ganz, ganz lieb vom Nico grüßen. Ihr habt ihn gestern ja erleben dürfen, wenn ihr beim Geschwätzblitz dabei wart. Ja, heute ist er wieder in seinen Akten versunken, deswegen übernehme ich das. Aber das wird jetzt nicht für immer so sein, dass ihr nur mich zu sehen bekommt bei der Lernstunde. Aber aktuell ist halt bei ihm im Studium eine sehr heiße Phase, deswegen übernehme ich das jetzt häufiger mal am Montag alleine. Oh ja, ich habe am Wochenende auch gespielt. Das war tatsächlich ein katastrophales Wochenende, muss ich sagen. Das fing schon mit der Anreise am Samstag an, wo ich noch nicht mal meinen ersten Zug bekommen habe, weil hier die Busse nicht gefahren sind. Dann hatte ich Stress, überhaupt pünktlich zum Spiel zu kommen nach Deizisau, wo man ja auch 5 Stunden fährt, glaube ich, von Braunschweig aus. Dann habe ich 2-mal verloren und auf der Rückfahrt hatte dann meine Verbindung auch noch mal 2,5 Stunden Verspätung, sodass ich insgesamt 8 Stunden unterwegs war. Und ja, so ein Wochenende, das zieht einen dann doch manchmal ein bisschen runter, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute ganz entspannt hier aus dem Studio mit euch reden kann und euch Gewinnpartien, zwar nicht von mir, aber von Judith zeigen kann. Oh ja, ich war gestern dann, ich hatte ja schon nach 2 Stunden verloren, traurig aber war, sodass ich recht früh schon in Deizisau aufbrechen konnte, also um 12, aber ich war trotzdem erst nach um 8 hier. Also ich habe Nico nicht mehr gesehen, bevor er ins Geschwätzblitz gestartet ist. Ja, sei es drum, wir schauen uns heute aber Judiths Partien an und starten auch direkt mit einer Begegnung gegen Smyslov aus dem Jahr, jetzt muss ich eben spicken, 1995. Und Judith hatte hier die schwarzen Steine. Und wir schauen uns erstmal hier die Stellung etwas genauer an, weil gerade wenn man so mitten in der Partie einsteigt, muss man ja erstmal feststellen, was hier überhaupt auf dem Brett los ist. Und ja, wir sehen, dass Schwarz hier, also Judith, schon mal über das Läuferpaar verfügt. Das ist sicherlich ein wesentliches Merkmal in der Stellung. Vom Material her ist es ansonsten ausgeglichen. Königsstellung könnte man meinen, dass Schwarz da etwas offener steht mit seinem König da auf G7 und fehlenden Bauern. Aber tatsächlich ist es so, dass Weiß hier über den schwachen König verfügt, weil
Um die Königsstellung zu beurteilen, spielen ja nicht nur die vorhandenen Bauern eine Rolle, sondern eben auch die Angreifer. Und da können wir schon mal feststellen, dass die schwarze Dame hier schon gefährlich in Königsnähe sich befindet und auch die Läufer natürlich schnell zum König gebracht werden können. Generell zur Figurenaktivität können wir festhalten, dass die weißen Springer hier sehr ungünstig platziert sind. Also der Springer auf F1 ist gefesselt und kann sich gar nicht bewegen und der Springer auf D2 hat auch keine richtigen Perspektiven. Der Läufer auf E8 steht zwar sehr aktiv, hat aber eigentlich kein Ziel, was er angreifen kann. Und genauso geht es der Dame auf A4, die zwar aktiv den Bauern A7 angreift, aber doch recht weit vom eigentlichen Geschehen, nämlich dem weißen König, entfernt ist. So viel erstmal zur Stellungsbeurteilung. Und jetzt gilt es natürlich hier den richtigen Zug zu finden. Die Stellung ist hier schon sehr gut für Schwarz, deswegen funktionieren hier auch mehrere Vorgehensweisen natürlich. Aber versucht mal hier das richtige Manöver zu finden, mit dem Judith die Partie jetzt innerhalb von weniger Züge beenden konnte. Ja, das war tatsächlich ein Turnier Veteranen gegen Frauen. Ich weiß nicht, ob jung, aber da hast du recht, Flinsbacher, das gehörte in diese Reihe. Oh, Nordkap-Paddler, du hast direkt das Wesen der Stellung verstanden und auch Dilatation, sehr gut, Flinsbacher, ihr habt alle die richtige Idee erkannt und so kam es auch in der Partie. Also mit Läufer H4 greift man direkt hier diesen Schwachpunkt in der weißen Stellung an und Weiß hat gar nicht viele Verteidigungsmöglichkeiten. Er muss eigentlich G3 spielen, damit nicht direkt irgendwas auf F2 nimmt. Und jetzt hat man, ihr habt es sehr gut gesehen, hier mit E3 diesen Hebel, um die weiße Stellung komplett zu zerstören. Und vor allen Dingen auch, das ist noch ein wesentlicher Aspekt, diesen Läufer hier zu befreien. Es folgte noch F schlägt E3. Ich meine, Dame F4 kann man zwar spielen, um hier den Punkt F2 zu decken, aber dann hat Schwarz ja einfach eine Figur mehr. Also das kann sich Weiß hier nicht erlauben. Deswegen kam F schlägt E3 wahrscheinlich, um dem Ganzen ein schnelles Ende zu bereiten. Und jetzt kam tatsächlich Läufer G5, was nochmal stärker ist als Läufer schlägt G3. Weil mit Läufer G5 greift man direkt den E3-Punkt an. Und Weiß hat überhaupt keine Möglichkeit, diesen Punkt zu verteidigen. Wenn man zum Beispiel E4 spielt, dann kann Schwarz einfach auf D2 schlagen. Weiß kann nicht wieder nehmen, das heißt, wenn er nicht direkt eine Figur weniger haben möchte, muss er auf D5 schlagen. Dann kommt aber Läufer E3 Schach und wenn Weiß nicht direkt den Springer verlieren möchte, muss er König G2 spielen, aber dann nach Dame F2 ist natürlich direkt vorbei. Deswegen hat Smyslov hier nach Läufer G5 sogar schon direkt aufgegeben. Wir können noch mal kurz schauen, aber hier gibt es tatsächlich keine Verteidigung gegen Läufer schlägt E3 und dann fliegt sofort alles auseinander, weil die Dame dann auch direkt nach F2 kommt und es wird einfach matt durch dieses starke Läuferpaar. Springer schlägt C4 funktioniert, Springer ohne Schlagen, Springer C4 funktioniert auch nicht, weil man den ja auch schlagen kann. Also hier gibt es keine Verteidigung mehr. Das heißt, hier zu dieser Partie, das war jetzt eine Quickie-Partie quasi zum Einstieg, könnt ihr euch nochmal merken, wie stark hier das Läuferpaar ist und dass man das eben befreien kann mit so einem Zug wie E3, wodurch auch gleichzeitig noch die weiße Königsstellung weiter geschwächt wurde. Ah ja, Bauernwalze, sehr gut, du hast ja auch die Läufer G5 Idee gesehen, allerdings von der Reihenfolge her, erst Läufer H4 Schwächung provozieren, dann E3 weiter schwächen und dann Läufer G5 spielen, um den Punkt E3 anzugreifen, aber Läufer G5 im ersten Zug wäre auch sehr stark gewesen, also das gewinnt auch, habt ihr recht.
Ja, BVB, Didi, du hast komplett recht. Die Stellung ist hier schon sehr, sehr gut für Schwarz. Deswegen gewinnen hier auch mehrere Züge. Aber trotzdem dieses Manöver natürlich sehr lehrreich. Und man muss natürlich auch immer erstmal gewonnene Stellung gewinnen. Dann kommen wir jetzt zu der nächsten Partie. Und zwar ist das eine Partie gegen Magnus Carlsen. Das ist eine relativ aktuelle Partie, also 2012 ist jetzt noch nicht so lange her. Vor allen Dingen, wenn wir uns daran erinnern, dass Judith ja seit 2014 gar nicht mehr aktiv spielt. Und die Partie stammt aus einer Schnellschachmeisterschaft. Und Judith hatte hier wieder die schwarzen Steine. Und wenn wir uns hier die Partie oder die Stellung etwas genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass Weiß gerade im letzten Zug auf A5 einen Bauern geschlagen hat, also hier über mehr Material verfügt. Und insgesamt sieht die Stellung sehr dominant aus für Weiß, weil man alle Felder quasi unter Kontrolle hat, also vor allen Dingen das Feld D5, was hier so ein Schlüsselfeld ist. Aber auch das Feld F5 und dadurch werden die schwarzen Figuren enorm eingeschränkt. Also der Läufer auf G7, alle Königsindisch-Spieler kennen dieses Problem, wenn dieser Läufer manchmal komplett eingemauert ist hinter den eigenen Bauern. Das möchte man natürlich vermeiden. Also der Läufer auf G7 steht sehr schlecht, der Springer auf G8 steht auch sehr passiv und insgesamt ist es hier ganz, ganz schwierig, einen aktiven Plan für Schwarz zu finden, wohingegen Weiß zum Beispiel gegen diesen Schwachpunkt D6 spielen kann. Also es ist zwar auch für Weiß nicht so einfach, hier weiter einen Königsangriff voranzutreiben, weil Schwarz das hier ganz gut blockiert hat mit den Bauern, aber Weiß hat ja jetzt einen Bauern mehr am Damenflügel und kann eben auch perspektivisch gegen solche Bauernschwächen jetzt vorgehen. Deswegen eine sehr schwierige Position hier für Schwarz. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier einmal überlegt und schaut, wie Schwarz vielleicht doch noch Gegenspiel bekommen kann. Turm A8 ist sicherlich eine Option, allerdings hier kann Weiß den tatsächlich einfach schlagen. Und dann tauschen sich ja auch direkt die Damen und dieses Qualitätsopfer bringt Schwarz nichts, weil er ja dann auch im Nachhinein keinen Angriff hat und weiterhin über die gleichen Probleme verfügt. Läufer schlägt E4 Schach. Das ist jetzt erstmal nur ein Zug. Versucht mal bitte auch du, Flinsbacher, mit deinem Vorschlag F5, versucht mal bitte immer noch die Ideen dahinter zu schreiben. Achso, Bauernwalze, Entschuldigung, ich habe deinen Kommentar davor nicht gesehen. Also Läufer schlägt E4 mit der Idee, wenn König A1 kommt, droht Läufer H7 schon lästige Abzüge. Ah ja, mit E4, das ist richtig. Aber bitte erstmal prüfen, was passiert, wenn ich den Läufer wieder schlage. Also der E4-Bauer ist ja gedeckt. Achso, hast du jetzt auch gemerkt. Genau. Ah, Dilatation, sehr, sehr gute Idee. F5 mit der Idee, dann den Springer nach F6 zu bekommen und Gegenspiel zu erhalten. Mhm. Nordkap-Paddler, da stimme ich dir zu. Schwarz muss irgendwie die Stellung öffnen. E5, D5 meinst du wahrscheinlich. Oder ach so, E5, E4, ja stimmt, das ist auch eine Idee, um den Läufer zum Leben zu erwecken. Ja, also ihr habt die richtige Idee gefunden. Tatsächlich ist F5 hier objektiv zwar gar nicht so stark, aber in einer praktischen Partie und vor allen Dingen in einer Schnellschachpartie auf jeden Fall die richtige Idee. Weil ich habe es ja schon beschrieben, wenn Schwarz hier nichts macht, dann wird er einfach überrannt. Also die Stellung ist ziemlich einfach zu spielen für Weiß. Natürlich kann man immer auf Fehler hoffen, ganz klar. Aber
Das ist nicht Judiths Ding, passiv hinten drin zu stehen und, wie schon gesagt, in einer praktischen Partie, nicht nur in einer Schnellschachpartie, sondern auch in einer Normalschachpartie, ist sowas wie F5 hier die richtige Option, um überhaupt sich Chancen zu erarbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ihr euch aus dieser Partie auch mitnehmen könnt. Also die Idee dahinter ist, wenn Weiß mit dem E-Bauern auf F5 schlägt, es ist tatsächlich sogar schon objektiv auch ganz gut für Schwarz oder zumindest im Ausgleichbereich. Dann kann man nämlich Springer F6 spielen und D5 ist nicht mehr zu verhindern. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Idee hier in der Stellung, weil nach D5 kommen dann plötzlich auch die ganzen schwarzen Figuren ins Spiel. Und man befreit quasi die eigenen Figuren. Das ist ein ganz wichtiger Plan hier in dieser Stellung. Deswegen darf Weiß schon gar nicht hier mit dem E-Bauern auf F5 schlagen, sondern muss mit G schlägt F5 quasi den H5-Bauern geben. Also Schwarz hat ja auch einen Bauern geopfert, deswegen ist es so gesehen ein Abtausch. Aber trotzdem ist das natürlich schon mal eine Chance, dass Weiß hier in dieser Stellung fehlgreift und mit dem falschen Bauern schlägt. Und nach G schlägt F5 hat Judith jetzt hier mit der Dame auf H5 geschlagen und somit ja auch schon mal die Dame mehr oder weniger ins Spiel gebracht. Und jetzt hängt erstmal konkret der Turm auf D1. Der ist nach E1 gegangen, Turm C1 wäre etwas besser gewesen, aber wir schauen uns an, wie es weitergeht. Und jetzt entwickelt Judith hier schon mal ihren Springer weiter, Springer F6, jetzt droht wieder Springer schlägt E4, also der nächste Bauer ist angegriffen und es folgte Springer D5, um das Ganze zu verhindern und den Druck rauszunehmen. Ja, richtig. Nordkapattler G schlägt F5 ist auch die bessere Option für Weiß. Ja, also alles, was ihr geschrieben habt, komplett richtig. Und jetzt hat man eben die Chance, weil der Springer sich jetzt von B6 entfernt hat, jetzt Turm A8 zu spielen und jetzt ist es auch nicht mit einem Opfer verbunden, sondern man kann umsonst quasi die halboffene Linie besetzen. Es kam Dame B4, das Problem ist, dass jetzt hier der Bauer auf D6 angegriffen ist, deswegen hier erstmal Turm D8, also man hat quasi so eine kleine Umgruppierung vorgenommen und der Turm, der auf F8 sowieso nichts Aktives unternommen hat, steht jetzt zumindest hier auf D8 zur Deckung bereit und der andere Turm kann auf der A-Linie ein bisschen stänkern. So, und was bisher passiert ist, ist, dass Judith sich wirklich hier Gegenspiel erarbeitet hat. Sie hat ihre Figuren aktiviert. Der Läufer auf G7 steht zwar immer noch nicht besonders gut, aber zumindest der Springer ist aktiver, die Dame ist aktiver, der Turm auf A8 ist aktiver und objektiv gesehen ist die Stellung immer noch gut für Weiß. Keine Frage, aber man hat hier auf jeden Fall jetzt schon mal Möglichkeiten und wir sehen auch, wie es in der Partie kam. Weiß hat hier nämlich tatsächlich jetzt einen Fehler gemacht und hat F3 gespielt mit der Idee, das Zentrum hier mal zu überdecken, sodass man anschließend dann vielleicht irgendwann mal den Springer ziehen kann, vielleicht auch den Läufer hier umgruppieren kann. Also für Weiß ist es gar nicht so einfach, hier in dieser Stellung Fortschritte zu machen. Wir erinnern uns an die Stellung vorhin, da hatte ich gesagt, man kann hier Druck gegen den D6 machen. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil der Springer muss erstmal auf D5 bleiben, weil man hier an den E4 gefesselt ist, beziehungsweise halt diese Diagonale verstopfen muss. Also es ist schon nicht mehr so einfach hier für Weiß. Und es kam jetzt F3 und hier seid ihr nochmal gefragt und könnt gerne mal überlegen, welchen Zug hier Judith in der Stellung gespielt hat. Genau, also die Stellung ist wirklich sehr skurril, muss man sagen. Irgendwie stehen sehr viele Figuren in dieser Stellung schlecht. Ihr habt es schon gesagt, der Läufer auf F1 erfüllt keine Funktion, aber deckt so ein paar Felder noch wenigstens, aber verhindert auch, dass sich die weißen Türme verbinden können, dass Weiß Turm H1 spielen kann. Also irgendwie stehen fast alle Figuren hier in dieser Stellung schlecht, mehr oder weniger. Auch die Dame auf H5, steht zwar aktiv, aber so richtig macht sie auch nichts. Ja, aber mal schauen, ob ihr hier den nächsten Zug findet.
Dame H2. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf diese aktuelle Stellung bezogen ist, weil Dame H2 aktuell noch nichts droht, würde ich sagen, weil der Turm auf G1 ist ja gedeckt. Bin mir nicht sicher, ob du diese Stellung hier meinst. Alles auf D5 schlagen und am Ende gabeln. Was möchtest du gabeln? Also man kann natürlich häufiger auf D5... Ach so. Ja, jetzt verstehe ich deine Idee. Also du möchtest, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zugreihenfolge, Läufer schlägt D5, C schlägt D5, Springer schlägt D5, E schlägt D5, Springer schlägt D5. Jetzt hat man quasi eine Figur ins Geschäft gesteckt, dafür zwei Bauern bekommen und greift die Dame auf B4 an und den Läufer auf E3, wobei der Läufer auf E3 aber noch verteidigt ist. Das heißt, Weiß könnte jetzt, wenn er sehr mutig ist, vielleicht sogar auf B7 schlagen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oder die Dame vielleicht auch nach B5 oder nach E4 vielleicht. Ach no, nee, nach E4 geht es gerade nicht, weil dann kommt Springer C3. Ach so, das ist auch noch eine Drohung quasi, weil nach Springer C3 hängt ja dann auch noch der A2. Das heißt, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Vielleicht Dame C4. Oder man kann natürlich auch, das ist, sollte man auch berechnen, nach Läufer schlägt D5 erstmal auf F4 zwischenschlagen, dann könnte Läufer schlägt E4 mit Schach kommen. Ja, ist eine interessante Idee, aber es geht sogar noch stärker mit aber einem gleichen Motiv. Und wir sehen es auch schon im Chat, aber ich schaue erstmal, was... Ach so, vor F3, Dame H2, um quasi F3 zu provozieren. Das stimmt, das könnte tatsächlich eine Idee sein. Vielleicht war das auch die Idee von Magnus, schon mal prophylaktisch sich auf Dame H2 vorzubereiten. Ich habe es jetzt verstanden. Okay, G4 als Idee. Da muss man immer schauen, dass ja dann der F4 hängt, den Weiß vermutlich auch ganz gut schlagen kann. Und diese Öffnung am Königsflügel ist natürlich auch immer mit gewissen Risiken verbunden. Wahrscheinlich würde ich nach G4 sogar mit dem Läufer auf F4 schlagen, um dann mit dem Springer wieder schlagen zu können. Und dann habe ich direkt so schöne Löcher in der schwarzen Stellung auf G6 und auf E6. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Chessobert, der Bauer steht noch auf F3, deswegen funktioniert Dame D1 nicht, es sei denn, ich bin gerade in einer falschen Variante von dir. Okay, Dame H4, ein weiterer Vorschlag. Und der bringt alles andere in den Hintergrund. B5 ist auch eine Option, die man auf jeden Fall im Kopf haben sollte, gerade in solchen Stellungen, wo entgegengesetzte Rochaden vorherrschen. Da müsste man so Züge wie Springer C7 auf jeden Fall prüfen. Oder auch natürlich C schlägt B, wobei dann habt ihr recht, dann könnte man auf D5 gut schlagen. Also vermutlich eher so Züge wie Springer C7 oder auch, was mir gerade auffällt, Springer E7 könnte vielleicht auch eine Idee sein. Also ist irgendwie eine total komplexe und komplizierte Stellung, aber wir bleiben mal bei der Variante mit Dame H4, die jetzt hier schon fast aus dem Chat verschwindet. Also Dame H4 greift den Turm auf E1 an, das heißt, dieser muss ziehen. In der Partie kam Turm C1, aber das sollte an der Variante nichts ändern. Genau, und jetzt kann man nämlich eure Ideen verbinden und jetzt auf D5 schlagen, ohne eine Figur zu opfern, weil jetzt eben der E4-Bauer oder generell beide Bauern irgendwie gefesselt sind. Also es kam jetzt tatsächlich auch so, wie Dilatation vorgeschlagen hat. Läufer schlägt D5, okay, es hat ja irgendein Bauer hier geschlagen. Und jetzt kann man eben direkt schon mit dem F4-Springer schlagen und Weiß kann überhaupt nicht wieder nehmen. Also
durch diese Fesselung des Bauern, und es wäre auch egal gewesen, wenn Weiß erst mit dem anderen Bauern geschlagen hätte, dann wäre jetzt eben der C-Bauer gefesselt, hat Schwarz jetzt hier ganz schnell eine Gewinnstellung erreicht. Also das war tatsächlich hier ein grober Einsteller von Magnus, was natürlich auch eher in einer Schnellpartie passiert, ganz klar. Aber was ich euch mit dieser Partie zeigen wollte, ist eben diese schöne Idee mit F5, weil die wirklich Schwarz hier Chancen produziert hat, kann man so sagen eigentlich. Und eben auch dieses nette taktische Motiv hier mit Dame H4 und dann plötzlich dieser Fesselung, obwohl hier ja noch alles dazwischen stand. Also hier stehen ja noch 1, 2, 3 quasi Figuren dazwischen und trotzdem funktioniert diese Fesselung und Schwarz steht hier auf Gewinn. Es ging noch ein bisschen weiter hier mit Läufer schlägt G5. Jetzt sollte man nicht H schlägt G5 spielen, weil dann kommt, ich stelle es kurz hin, nach H schlägt G kommt Dame schlägt B7 und Schwarz hat hier zwar aktuell eine Figur mehr, aber es hängt auch ziemlich viel und Weiß hat ja jetzt schon zwei Bauern dafür und außerdem ist jetzt plötzlich die H-Linie doch ein Problem für Schwarz, vor allen Dingen, weil die Dame jetzt auch nicht so viele Felder hat und wie gesagt, der Springer hier ist angegriffen, also das ist eine ganz unklare Position, der Computer sagt irgendwie Ausgleich, aber ja, kann natürlich hier in alle Richtungen schwanken. Also das sollte man nicht spielen, sondern man muss hier noch den richtigen Zug finden. Dame schlägt G5, was eben hier funktioniert, weil die Dame auf B4 ja auch angegriffen ist. Und jetzt hat Weiß gar keine Wahl, außer auf G5 zu schlagen, weil eben dieses Dame schlägt G5 ja auch gleichzeitig noch die weißen Figuren angreift, sodass Weiß jetzt hier nicht einfach die Dame dem Angriff entziehen kann und auch nicht hier einfach den Springer auf D5 schlagen kann. Deswegen ging es jetzt hier noch weiter mit Turm schlägt G5, Springer schlägt B4 und die Partie ging tatsächlich noch fast 20 Züge weiter, aber ich glaube, das können wir uns hier ersparen, weil die Stellung natürlich sehr gewonnen für Schwarz ist. Ja, also was können wir aus dieser Partie mitnehmen? Das Thema Chancen erarbeiten, Figurenaktivität steigern und ja, so eine Art Befreiungsopfer hier mit F5. Hallo, natürlich hast du sehr viel Wichtiges verpasst, aber nee, ihr habt schon recht. Es kommen auch noch spannende Partien, also kannst du dir ja im Nachhinein die zwei Beispiele, die wir bisher angeschaut haben, nochmal nachholen. Wir hatten eine Partie von Judith gegen Smyslov, so eine kleine nette taktische Idee. Und hier die aktuelle Partie Judith gegen Magnus, wo Judith aus einer schlechten Stellung heraus sich Chancen erarbeitet hat und dann durch einen Fehler von Magnus die Partie letztendlich gewinnen konnte. Dann kommen wir jetzt zu zwei weiteren Partien und wir starten mit einer Partie gegen Karpov aus dem Jahr 2003. Hier ist Judith jetzt tatsächlich mal weiß, also wir können jetzt auch die weißen Steine einnehmen und schauen uns erstmal ganz in Ruhe die Stellung an. Ja, aktiver Springer, das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich, dass man in der Partie nie gesagt bekommt, wann jetzt der Gegner einen Fehler gemacht hat. Also da leuchtet kein rotes Lämpchen auf und man weiß, dass man jetzt gezielt nach taktischen Möglichkeiten schauen muss. Das ist natürlich die Schwierigkeit und deswegen sind auch Taktikaufgaben, die man jetzt im Buch löst oder auch hier in der Lernstunde, natürlich nicht 1:1 mit dem zu vergleichen, was man dann in der eigenen Partie vor sich hat. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier muss was gehen und dann rechnet man und am Ende gibt es einfach nichts in der Stellung oder eben andersrum, man merkt nicht, dass jetzt in dieser Stellung was drin ist. Das ist schon richtig. Aber was auf jeden Fall hilft, ist halt solche Motive zu
zu kennen, zum Beispiel eben das Motiv der Fesselung, was wir gerade in der Stellung hatten, oder auch sowas wie Doppelangriff, was es ja im weitesten Sinne auch war. Und wenn man so viele Motive kennt und sammelt und hier auch gemeinsam mit uns in der Lernstunde anschaut, dann bekommt man tatsächlich irgendwie ein besseres Gespür dafür, wann irgendwas möglich ist. Und dann ist die Chance natürlich auch höher, dass man das dann findet. Okay, Bauernwalze, schon eine wichtige Idee. Läufer schlägt H7, ist hier tatsächlich noch etwas zu früh, aber du hast schon einen guten Blick, sage ich mal, und erkennst schon, was hier potenzielle Schwachstellen in der schwarzen Stellung sein können. Und das ist tatsächlich so ein Punkt wie H7, der aktuell halt gut vom weißen Läufer anvisiert wird und von Schwarz nicht verteidigt wird. Da fehlt zum Beispiel hier so ein Springer auf F6. Aber momentan ist das halt noch kein durchschlagender Angriff, weil Schwarz auf jeden Fall dieses Feld hier G5 mit dem Läufer kontrolliert. Das ist ja immer so eine wichtige Idee, dass man auf H7 schlägt, dann anschließend Springer G5 spielt und dann kommt die Dame hinterher und dann ist es matt auf H7. Zumindest, wenn das alles gut funktioniert. Aber hier klappt es halt nicht, weil Schwarz die Felder noch ganz gut unter Kontrolle hat. Ja, das war tatsächlich russisch, gut erkannt. Ich habe mir aber mal erlaubt, die Eröffnung zu überspringen und hier direkt im Mittelspiel zu starten und würde mit euch jetzt einfach hier mal in Ruhe die Stellung anschauen. Also was haben wir hier? Wir haben eine sehr interessante Bauernstruktur, wo Weiß über 3 Bauerninseln verfügt. Schwarz hat eigentlich eine ganz gesunde Bauernstruktur, muss man sagen. Hier die halboffene Linie hat er auch ganz gut mit B6 neutralisiert, sodass Weiß hier auf der halboffenen Linie keinen Angriffspunkt hat. Die offene Linie haben soweit beide erstmal besetzt, wobei die aus schwarzer Sicht hier ein bisschen durch die eigenen Figuren verstellt ist. Weiß hat etwas Raumvorteil und Zentrumskontrolle. Das ist auch nicht ganz unerheblich durch diese Bauernstruktur hier und mit und den Bauern auf D4. Und wir haben ja schon festgestellt, dass die weißen Läufer so ein bisschen Richtung König schauen, aber dass das aktuell einfach noch nicht genug ist, um dort weiterzukommen. Und Judith hat hier einen sehr interessanten Zug gespielt, nämlich genau Chui, du hast den richtigen Riecher, Turm B5. Und die Idee, den Turm an den Königsflügel zu schwenken. Und das ist eine sehr interessante Idee, die Judith hier gebracht hat und die ich euch zeigen möchte. Aber vorher möchte ich euch noch eine andere interessante Idee zeigen, nämlich das Motiv Turm schlägt E6. Das ist so ein Qualitätsopfer, was einem irgendwie nicht so richtig in den Sinn kommt, finde ich. Die Idee dahinter ist, dass Dame schlägt E6 schon mal direkt an D5 scheitert, wegen diesem Abzugsmotiv hier mit Läufer schlägt H7. Das heißt, Schwarz muss hier mit dem Bauern wieder nehmen und hier kann man jetzt einfach ganz ruhig mit Dame C2 den Druck auf den weißen Feldern erhöhen. Jetzt hat man ja die alleinige Kontrolle über die weißen Felder und objektiv steht Weiß hier sogar schon echt ganz gut. Ich möchte jetzt hier gar nicht noch tiefer drauf eingehen, euch einfach mal diese Idee zeigen, damit ihr das auch mitnehmen könnt aus dieser Partie, weil das tatsächlich hier eine sehr interessante und auch starke Möglichkeit gewesen wäre. Aber die Fortsetzung, die in der Partie kam, nämlich Turm B5, ist hier auch ein sehr starker Zug, der eben genau die Idee hat, den Turm zu schwenken. Und für Schwarz ist es gar nicht so einfach, hier überhaupt vernünftige Züge zu spielen. Sollte Schwarz hier jetzt mit A6 fortsetzen beispielsweise, dann muss Weiß auch gar nicht an den Königsflügel schwenken, wo der Turm ja auch schnell mal verloren gehen kann, weil die schwarzen Läufer hier ja auch eine große Kontrolle haben. Sondern dann könnte Weiß hier ein nettes Manöver spielen, nämlich Turm B2, also fast zurück. Aber man hätte jetzt ein Tempo gewonnen, weil D5
der Bauer auf A6 jetzt eben schwach geworden ist, angegriffen ist. Das heißt, Schwarz muss jetzt hier A5 spielen und jetzt kann ich die Chance nutzen, die Türme hier auf der E-Linie zu verdoppeln. Ich habe dann später noch Ideen mit, ich habe es auch schon im Chat gelesen, C4 hier im Zentrum weiter Druck aufzubauen. Springer E5 ist auch immer eine Idee. Also hier im Zentrum quasi mich weiter auszubreiten und habe jetzt durch dieses Manöver hier einfach ein Tempo gewonnen. Also das ist eine sehr nette Idee. Und wenn Schwarz versucht, mit Läufer F6, sage ich mal, normale Züge zu spielen und auch die Kontrolle hier über die Zentrumsfelder zu erhalten, dann hat Weiß immer eine Idee wie Springer G5. Auch den Zug habe ich schon im Chat gelesen. Also die Idee von Turm B5 ist es zum einen, irgendwie mal zu schwenken, sei es jetzt nach H5, wobei man das immer gut vorbereiten muss, weil der Turm da auch ein bisschen unsicher steht. Also da muss man immer schauen, dass dann nicht irgendwie Läufer G4 Motive kommen und der Turm hier vielleicht auch mal verloren geht. Eine andere Idee ist aber auch Springer E5 zu spielen und dann hier mit diesem Turm wieder zu schlagen und einfach auch Schwarz vor die Frage zu stellen, was machst du denn jetzt überhaupt? Also ich stehe hier mit allen Figuren aktiv. Was ist dein nächster Zug? Ja, das ist immer schwierig nachzuvollziehen, BVB, Didi, welche Gedankengänge dann hier in Judith vorgehen. Turm schlägt E6 ist natürlich attraktiv und objektiv auch stark, aber natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Also man hat danach erstmal Material weniger und wenn Schwarz es schafft, sich zu konsolidieren, dann kann man auch ganz schnell in ein verlorenes Endspiel rutschen, wohingegen diese Stellung hier einfach einen soliden Vorteil für Weiß verspricht, wo man einfach verschiedene Sachen probieren kann. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass sie eben nicht Turm schlägt E6 gespielt hat. Ich wollte mir noch die Variante von Dilatation anschauen, nämlich die Idee mit Springer G5 zu spielen. Zwar in dieser Stellung hier, Springer G5. Die Idee ist, dass jetzt erstmal hier der H7 hängt und auch der Punkt E6 natürlich nochmal schwach ist. Das heißt, so Züge wie G6 sehen schon sehr unangenehm aus für Schwarz, weil man dann hier direkt auf E6 schlagen kann und man hat eigentlich eine ähnliche Stellung, nur dass man keine Qualität geben musste. Deswegen hier Läufer schlägt G5 sicherlich eine gute Entscheidung von Schwarz. Und wie geht jetzt deine... Achso, du willst gar nicht wieder nehmen, sondern Dame H5 spielen. Hier muss man auch immer Läufer H6 betrachten. Das wäre jetzt so der erste Zug, der mir einfällt. Vielleicht geht es auch vorne und hinten nicht. Aber mit der Idee, dass ich jetzt ja trotzdem eine Figur mehr habe und jetzt die Diagonale hier versperren kann mit F5. Zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht gehen noch so Geschichten mit Turm schlägt E6 und Läufer C4. Ach nee, ich kann ja mit der Dame auf E6 wieder schlagen. Das funktioniert also nicht. Sieht zumindest auf den ersten Blick so aus, als ob Schwarz hier alles überstanden hat. So, ich gehe jetzt nochmal hier in Ruhe durch eure Kommentare, bevor wir in der Partie weiter voranschreiten. Genau, also C4 hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt, ist wünschenswert. Ich würde es hier aber noch mit etwas Vorbereitung verknüpfen, weil C4 natürlich auch immer sehr verbindlich ist. Zwar kann Schwarz jetzt nicht hier direkt auf D6 schlagen wegen diesem Abzug, aber D4 ist natürlich schon irgendwie früher oder später eine Schwäche. Es droht jetzt hier D5. Vielleicht kann jetzt Schwarz hier mit Springer A5 fortsetzen und hier direkt den C4 angreifen. Wenn Weiß jetzt hier weiter mit D5 spielt, dann... Achso, Läufer G4, weiß ich nicht, ob es funktioniert wegen solchen Schlag auf H7-Geschichten. Weiß ich jetzt nicht, ob das klappt, aber man kann natürlich auch woanders hingehen, vielleicht sogar nach C8. Dann hätte man die Idee hier, den Läufer vielleicht sogar über A6
zu entwickeln nochmal und hier den C4 anzugreifen. Und ja, ich bin mir nicht so, also das ist halt immer sehr verpflichtend. Man schafft es zwar, erstmal die schwarzen Figuren irgendwie noch weiter zurückzutreiben und man bekommt jetzt hier auch noch eine wichtige Diagonale, aber da kann Schwarz natürlich dagegenhalten mit Läufer F6 und langfristig gesehen sind diese Bauern wahrscheinlich eher eine Schwäche als eine Stärke, weil sie eben gut an der Basis angegriffen werden können. Man hat jetzt hier auch noch eine Felderschwäche, die Schwarz entweder mit einem Springer oder auch mit dem Läufer gut besetzen kann. Und diese Bauernstruktur kann auch immer mit C6 angehebelt werden. Also wenn es hier jetzt nichts Konkretes gibt, dass man direkt irgendwie einen durchschlagenden Mattangriff hat, dann würde ich sowas immer erstmal vorbereiten, indem man die eigenen Figuren optimal hinstellt, also zum Beispiel auf der E-Linie verdoppelt mit den Türmen und dann irgendwann die Bauern nach vorne bringt. So, aktiver Springer. Ja, okay. Ich glaube aber, deinen Kommentar habe ich jetzt gerade kommentiert mit meinen Ausführungen. Also genau, C4 ist tendenziell schon ein guter Plan in dieser Stellung. Man muss aber mal schauen, weil das natürlich auch mit Eingeständnissen einhergeht. So. Oh, das ist eine interessante Frage bzw. Aussage von BVB Didi, ob das Risiko in höheren Spielklassen eher geringer gehalten wird. Das kann ich, glaube ich, so erstmal gar nicht unterschreiben, weil wir haben Spieler wie Topalov, wie Mametjarov, wie Kasparov auch, die sehr taktisch spielen und natürlich können sie viel, viel besser rechnen als wir, sodass dadurch ja schon das Risiko vermindert wird. Aber ich würde sagen, dass deren Spielstil auch sehr aggressiv und damit auch riskant ist. Also ich glaube, da hat man auch viele Beispiele dafür, dass das eben nicht unbedingt dann mit risikoaversem Spiel zusammenhängt. Aber ja, es gibt natürlich mehr Fehler in den niedrigeren Spielklassen und somit auch mehr Risiko, aber das ist ja nicht beabsichtigt. Also genau, wie Flinsbacher auch sagt, das ist halt nicht, das ist eher unfreiwillig dann. Okay, schauen wir mal weiter in der Partie. Also wir haben hier Turm B5 von Judith und es folgte Springer A5 hier. Ich hatte ja schon die Züge A6 und Läufer F6 als Alternativen hier kurz beschrieben. Springer A5 hat zum Ziel, die schwachen weißen Felder von Weiß auszunutzen. Also insbesondere hier das Feld C4, um eben auch eure Idee, ne, C4 irgendwie aus der Stellung zu nehmen und das Feld eventuell auch besetzen zu können. Und jetzt hat Weiß, also Judith, hier quasi ausgenutzt, dass dadurch das Feld E5 frei geworden ist und ist da direkt mit ihrem Turm hin. Jetzt kam Springer C6 und Turm E2. Und dieses Manöver sieht irgendwie so aus, als ob es Weiß erstmal gar nichts gebracht hat. Der Turm ist jetzt auch gar nicht mehr auf der fünften Reihe, also nicht mehr so aktiv. Aber man hat jetzt hier eben geschafft, die Türme zu verdoppeln, ohne dass Schwarz irgendeinen sinnvollen Zug gemacht hat. Also Karpov hat ja hier quasi nur den Springer hin und her bewegt. Und Judith hat es geschafft, jetzt hier ihre Türme zu verdoppeln. Also hat quasi ein Tempo gewonnen mit dieser ganzen Aktion. Und das ist natürlich auf so einem Level schon mal was. Also das Problem in der schwarzen Stellung ist, dass diese Idee mit Turm schlägt E6 natürlich immer noch in der Luft hängt. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel H6 spielt, mit der Idee, den Punkt H7 irgendwie ein bisschen decken kann man nicht sagen, aber aus der Schusslinie zu nehmen und vor allen Dingen hier das Feld G5 zu kontrollieren. Jetzt ist Turm schlägt E6 natürlich nochmal viel stärker, weil jetzt hier die weißen Felder schon geschwächt sind und man jetzt mit
Dame E4 hier direkt ganz starke Drohungen hat und Schwarz ist viel zu unkoordiniert, um da schnell eine Verteidigung zustande zu bringen. Und deswegen hat Karpov hier auch Läufer D7 gespielt, mit genau der Idee, nämlich Turm schlägt E6 aus der Stellung zu nehmen. Ja, Schachpirat, das ist auch so. Turm B2 wäre auch ein vernünftiger Zug gewesen. Aber wenn wir uns anschauen, Turm B2, dann hätte Schwarz ja noch einen Zug Zeit gehabt. Und dann nach Turm E2 hätte Schwarz eben schon einen Zug mehr als in dieser Stellung. Nee, der Turm stand auf B1. Also nicht auf B2. Sonst wäre es natürlich wirklich das gleiche gewesen, aber wir gehen noch mal kurz in die Stellung zurück. Also hier, der Turm steht auf B2. Und natürlich hätte Judith hier auch Turm B2 spielen können, mit der Idee, diesen dann nach E2 zu bringen. Das wäre auch ein guter Zug gewesen, aber jetzt hätte Schwarz halt im Vergleich zu unserer Partiestellung ja noch einen Zug mehr Zeit. Also hier hat sich die schwarze Stellung ja nicht verändert und Weiß hat den Turm schon auf E2 und hat mit diesem Manöver quasi ein Tempo gewonnen. So, es kam Läufer D7 und jetzt kommt quasi eure Idee, die ihr vorhin schon gehabt habt, dass Weiß nämlich jetzt im Zentrum weiter nach vorne marschiert. Und hier ist jetzt auch der Zeitpunkt noch günstiger, weil eben die weißen Figuren schon jetzt alle gut postiert sind. Der Läufer auf C1 steht zwar noch auf seinem Ausgangsfeld, steht aber hier trotzdem irgendwie optimal, weil er ja trotzdem diese Diagonale beherrscht quasi und gleichzeitig auch noch den A3 deckt. Der Läufer auf D3 steht sowieso optimal hier mit Blick gegen H7. Die Türme sind jetzt auch gut postiert. Gut, der Springer auf F3, den würde ich jetzt erstmal als neutral bezeichnen. Der schaut aber auch hier schon mal nach E5. Und gut, die Dame auf D1 steht noch nicht so aktiv, aber wir kennen ja alle die Zugweise der Damen. Die kann eben auch ganz schnell ins Spiel gebracht werden. So, deswegen kommt jetzt euer Plan ins Spiel. Judith hat das hier direkt mit Tempo gemacht. Also sie hat erst D5 gespielt und quasi den Springer angegriffen. Der ist hier wieder zurück nach A5 gekommen. Und jetzt erstmal kam Springer E5, wobei hier auch C4 direkt auch gut gewesen wäre. Aber ihr erkennt hoffentlich diese kleine Feinheit, dass Weiß jetzt eben hier schon viel mehr Druck auf der E-Linie hat. Und jetzt ist es nicht mehr so einfach für Schwarz, dieses Feld hier zu besetzen. Man hat jetzt auch nochmal ein Tempo quasi mit Läufer D7 verschenkt. Den muss man jetzt auch wieder ziehen, sodass ja, Weiß jetzt hier schon besser gerüstet ist, um im Zentrum jetzt voranzumarschieren. Es kam Läufer F6 in der Partie. Wenn man jetzt versucht hätte, hier mit Läufer C8 das Läuferpaar zu retten quasi, hätte Weiß jetzt hier schon direkt mit Dame C2 ganz schnell Druck nochmal gegen H7 aufbauen können. Schwarz muss sich drum kümmern, F5 scheint hier wohl die beste Option zu sein, um ja den Druck hier etwas rauszunehmen. Und jetzt gibt es hier schon eine schöne Variante mit Läufer B5. Jetzt ist der Turm auf D8. Auf E8 angegriffen, der muss nach D8 und jetzt hier Springer C6. Das Ganze sieht irgendwie so aus, als ob man Schwarz hier eher mithilft, weil man jetzt abtauscht. Das Zentrum ist jetzt überhaupt nicht mehr so stark. Man hat einen vereinzelten Doppelbauern. Also das sieht alles so aus, als ob Schwarz hier jetzt plötzlich ganz gut stehen würde. Aber er hat ein ganz konkretes Problem, nämlich der Läufer hier hängt. Und nach Läufer F6 kommt erstmal Dame B3 Schach, gefolgt von A4. Und wegen dieser Drohung hier mit Läufer A3 und dem dann sehr, sehr stark werdenden Läuferpaar steht Weiß hier sogar schon auf Gewinn. Also, aber das muss man natürlich sehen, dass es hier so ganz konkrete Drohungen jetzt gibt, weil so aus positioneller Sicht ist der Abtausch natürlich nicht unbedingt zu empfehlen. Eben aufgrund dieser Struktur und des Abtausches sollte man ja auch nicht machen, wenn man Raumvorteil hat. Aber hier aufgrund dieser ganz konkreten Drohung, Läufer A3 und vor allen Dingen auch diesen starken Türmen hier auf der E-Linie, kann sich Weiß das erlauben und steht jetzt hier in dieser konkreten Position auf Gewinn.
Deswegen kam in der Partie auch nicht Läufer C8, sondern eben Läufer F6 mit der Idee, hier auch irgendwie aktiv zu spielen. Und Judith hat jetzt aber hier direkt weiter den Druck verstärkt mit Läufer F4, also gar nicht irgendwie abgetauscht, sondern gleich weitere Drohungen gegen die schwarze Dame aufgebaut. Die hat jetzt auch gar keine Felder, weil sie ist ja an den Läufer auf D7 gebunden, der durch den Springer auf E5 angegriffen wird. Deswegen muss jetzt hier Schwarz sogar schon das Läuferpaar auf diese Art und Weise aufgeben. Okay, aktiver Springer, du hast eine Frage. Wenn man statt Springer E5 C4 spielt, ist der weiße Druck auf der E-Linie und der Königsangriff die Kompensation gegenüber der Schwäche C5? Also du meinst wahrscheinlich das Feld. Ah ja, und das ausgehebelt werden kann. Genau. Also ich hüpfe gerne nochmal zu der Stellung zurück. Hier, in der Partie hat Judith ja Springer E5 gespielt, mit der Idee, hier direkt Figuren weiter zu aktivieren und permanent Druck auszuüben. Man hätte aber natürlich auch C4 spielen können. Und im Vergleich zu der Stellung, die ich euch vorhin gezeigt hatte, wo wir ja genau dieses Manöver diskutiert hatten, ist Schwarz jetzt hier nicht so schnell mit seinem Angriff gegen diese Punkte. Und Weiß steht eben schon etwas aktiver mit den Türmen hier auf der E-Linie, sodass es ganz schwierig ist, hier auch überhaupt für Schwarz sich zu entknoten. Und das ist halt alles auch eine Zeitfrage, ne? Wenn Schwarz jetzt hier schon seine Königsstellung gesichert hätte und vielleicht auch direkt schon auf der E-Linie mithalten könnte, dann muss man mit solchen Bauernvorstößen tatsächlich vorsichtig sein, weil die Bauern sind hier blockiert, also Weiß kommt hier nicht mehr voran. Und wenn wir uns jetzt alle Figuren wegdenken quasi, dann sind solche Bauern auch schnell schwach, eben aufgrund des schwachen Feldes hier auf C5. Diese Formation kann eben gut angegriffen werden. Aber hier ist es auch ein dynamischer Faktor in dieser Stellung, wie du schon gesagt hast. Weiß profitiert eben von der E-Linie, von dem Königsangriff und von dem Raumvorteil und von auch so Zügen wie Springer E5, sodass er sich das hier eben erlauben kann und durch diesen Vorstoß ja auch profitiert, dadurch, dass der Springer jetzt abseits gebracht wird, am Schwarz hier wichtige Felder fehlen und man selber auch diese Diagonale beispielsweise zur Verfügung hat. Also das sind dann quasi so die Pluspunkte und das muss man halt immer gegeneinander abwägen, so dynamische versus statische Merkmale. Ja, also Judith hat aber stattdessen erstmal Springer E5 gespielt und jetzt hier mit Läufer F4 den Druck weiter verstärkt und quasi Schwarz dazu gezwungen, das Läuferpaar aufzugeben. Dafür ist das Ganze aber auch mit einem Bauernopfer verbunden. Also Judith hat sich bewusst dafür entschieden, den A3 Bauern zu geben, um eben das Läuferpaar zu bekommen und ja, weiter Druck zu haben. Man könnte jetzt auch, wobei auf C7 kann man nicht gut nehmen, weil dann ja auch wieder der C3 hängt. Also Weiß hat einfach einen Bauern gegeben, hat dafür aber natürlich das Läuferpaar und Druck gegen den schwarzen König. Jetzt ist aber wieder die Frage, wie geht's weiter? Wie kann Weiß hier die Stellung noch verstärken? Ja, bei den Eröffnungsfragen kann ich euch leider nicht weiterhelfen, weil ich Russisch mit Weiß immer versuche zu vermeiden und ja, deswegen da nicht so fit in den Eröffnungsfragen bin. Oh, scheint, dass es ein bisschen hängt bei euch. Ach nee, das heißt Tag und nicht Leck. Sorry, verlesen. Also guten Tag auch an Vincent. Aber ihr dürft natürlich trotzdem auf meine Frage antworten. Wie geht's hier weiter für Weiß?
Wir haben ja jetzt quasi schon sehr viele aktive Figuren in dieser Stellung. Also die Läufer stehen optimal gegen den schwarzen König ausgerichtet. Und die Türme stehen auch schon sehr gut hier auf der offenen Linie. Die Dame macht noch nicht so richtig mit. Und für Läuferopfer, das muss ich einfach mal vorwegnehmen, ist es hier noch zu früh. Also Läufer schlägt G7 oder auch Läufer schlägt H7 funktioniert einfach noch nicht, weil noch ein paar weiße Angreifer fehlen. Und da sind wir jetzt beim Nordkap-Pattler, nämlich Turm E3. Verstärkt genau den Angriff, indem man den Turm zum Schwenken bereithält. Also dieser kann jetzt ganz schnell hier an den Königsflügel überführt werden. Gut, nach H3 nicht so gut, weil das noch von dem Läufer hier kontrolliert wird, aber nach G3. Und vor allen Dingen wird jetzt auch, und das ist die weitere Funktion von Turm E3, der Platz für die Dame freigemacht. Deswegen hier Turm E3 die richtige Fortsetzung und im Vergleich zu Turm E4 auch etwas stärker, weil man, glaube ich, das Feld G3 für den Turm mehr benötigt als das Feld H4. Genau. Aktiver Springer, du sagst es, die Dame muss auch ins Spiel kommen. Deswegen, ja, Turm E3 hier ein sehr guter Zug. Und hier ist es tatsächlich schon sehr schwierig für Karpov. Ihr dürft mir gleich sagen, was hier nach Dame C5 von Weiß gespielt wurde. Wir schauen uns aber auch die Alternativen an, denn tatsächlich ist es hier echt nicht so einfach. Nach G6 könnte Weiß jetzt hier mit C4 fortsetzen. Und hier sehen wir auch schon wieder eine weitere Funktion von Turm E3. Man richtet sich nämlich auch hier gegen die Dame. Wenn die aus der Schusslinie geht, kann man hier sogar Dame A1 spielen. Das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr schöner Zug, der einmal ausnutzt, dass man über den schwarzfeldrigen Läufer verfügt und schwarz eben nicht mehr. Und somit dieses Feldernetz hier wirklich schwach ist. Und es droht hier schon ganz konkret Läufer G7, aber natürlich auch andere Schweinereien, sage ich mal, sowas wie Läufer H8 und dann Dame G7 matt. Ja, also die Stellung ist hier schon sehr, sehr vorteilhaft, wenn nicht sogar schon gewonnen für Weiß. Aber wir schauen uns an, wie es in der Partie weiterging, nämlich nach Dame C5 und da dürft ihr jetzt tatsächlich nochmal rechnen. Ja, ich finde auch solche Züge wie Dame A1 immer sehr schön, weil sie sich ja eigentlich vom König entfernt so betrachtet, aber irgendwie trotzdem den Angriff enorm unterstützt. Deswegen finde ich solche langen Damenzüge auch immer sehr attraktiv. Und es ist natürlich auch eine Gefahr, dass man solche Züge mal übersieht. Bauernwalze, du rechnest in die richtige Richtung, nämlich Läufer schlägt G7, gefolgt von Dame H5. Dann habe ich vermutlich noch F5 als Verteidigung, schätze ich mal, und kann die Diagonale nochmal unterbinden. Und Turm G3 ist eben noch nicht matt, weil man noch nach H8 flüchten kann. Auch Schachpirat, deine Idee ist auch gut. Dame H5, G6 und dann irgendwie Dame H5 oder Dame H6. Auf beides kann, glaube ich, noch F6 erfolgen. Wäre hier meine Verteidigungsstrategie für Schwarz. Ariminia, fast. Läufer H7, gefolgt von Dame H5, nebst Turm G3. Es geht noch ein bisschen zwingender und Dilatation ist heute wieder sehr gut drauf. Du rechnest perfekt richtig und wir haben hier dieses typische doppelte Läuferopfer, was Lasker damals vielleicht nicht zum allerersten Mal gespielt hat, aber seine Partie ist da auf jeden Fall bekannt
Und damit hat er dieses doppelte Läuferopfer quasi in die Schachpraxis eingeführt. Und das ist hier auch wieder so ein typischer Fall, wo es eben funktioniert. Und das Ganze geht so: Läufer schlägt H7 mit Schach, gefolgt von Dame H5 Schach. Dann hat Schwarz schon aufgegeben, aber ich zeige euch warum. Nämlich nach König G8 würde Läufer schlägt G7 erfolgen, auch wieder mit Mattdrohung. Also es geht hier wirklich zack, zack, boom. Turm G3 stattdessen würde nicht funktionieren, weil jetzt kommt F6 und Weiß hat nichts Besseres als Turm schlägt G7 zu spielen und dann gibt es irgendwie einen Dauerschach. Ich glaube mit Dame G5. Und dann hat man quasi noch so einen Dauerschach. Aber das möchte man natürlich nicht. Man möchte hier gewinnen. Und das funktioniert eben mit Läufer schlägt G7. König schlägt G7 muss ja kommen. Und jetzt... Achso, F5 wäre auch noch eine Option, die man einmal prüfen muss. Dann geht aber Dame G6. Also das auch noch wichtig zu rechnen, und auf König schlägt G7 kommt eben Turm G3 nebst Dame G5 matt. Also sehr gut gerechnet, und das bitte für alle, die dieses Motiv noch nicht kennen, einmal merken, weil das ist wirklich was, was häufiger mal vorkommen kann, gerade in solchen Stellungen, wo beide Läufer gegen den schwarzen König schauen und die Verteidiger alle ganz weit weg sind, dann ist das häufig ein Indiz dafür, dass das eben funktioniert. Und hier hat es auch funktioniert, genau wie in der Partie, war es Bauer gegen Lasker? Auf jeden Fall eine Lasker-Partie, die wir hier auch schon mal in der Lernstunde hatten. Wunderbar, dann können wir jetzt zur letzten Partie für diesen Abend schreiten. Und wer fehlt noch in der Weltmeistersammlung? Natürlich Kasparov. Und da haben wir hier eine Partie aus dem Jahr 2002. Es ist wieder eine Schnellschachpartie, muss man dazu sagen, aber auch eine sehr wichtige Partie. Also das war eine Partie aus dem Wettkampf Russland gegen Rest der Welt, wo Judith eben Garry besiegen konnte. Und wir schauen uns an, wie. Und werden dabei natürlich auch auf so ein paar allgemeine Stellungsmerkmale eingehen. Wir haben hier eine Stellung aus der Berliner Verteidigung. Deswegen habe ich auch bewusst die Eröffnungsphase übersprungen, wobei wir uns hier eigentlich auch fast noch in der Theorie befinden, weil das natürlich super komplex und viel ausanalysiert ist. Aber ich möchte so ein bisschen allgemein auf diese Stellung mal gemeinsam mit euch schauen. Wir sehen, dass Schwarz hier über das Läuferpaar verfügt. Dafür hat er einen Doppelbauern auf der C-Linie, und ihr könnt es jetzt hier nicht sehen, weil wir quasi hier gestartet sind, aber der König kann nicht mehr rochieren. Also ist quasi auch eine Schwäche, um den sich Schwarz kümmern muss, weil es gar nicht so einfach ist, den irgendwie in Sicherheit zu bekommen, weil es eben dauert, bis der irgendwohin entflohen ist. Also das sind hier erstmal die wesentlichen Merkmale in der Stellung. Und die Idee von Weiß ist es quasi, Schwarz an dieser Entwicklung zu behindern, also den König weiterhin schwach zu halten und natürlich das Läuferpaar zu bekämpfen. Ja, das war tatsächlich auch eine Überraschung, Flinsbacher, dass Garry hier in dieser Partie Berliner Verteidigung gewählt hat, weil er sich da ja selber auch immer mal die Zähne dran ausgebissen hat. Ja, deswegen war das schon die Eröffnungswahl hier bemerkenswert. Es folgte Läufer E3, schon mal ein sehr guter Zug, der sich hier gegen die schwarze Bauernstruktur richtet und somit auch die schwarze Entwicklung erstmal erschwert. Es folgte Läufer F5. Springer D4 nimmt hier dieses Tempo mit, Läufer H7. Und hier dürft ihr schon mal überlegen, wie ihr mit Weiß hier fortsetzen würdet. Das ist jetzt vom Stellungstyp her natürlich was ganz anderes. Wir sind hier schon nahezu im Endspiel und hier spielen ganz andere Aspekte eine Rolle. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem einen Plan, wie Weiß jetzt hier weiter aktiv spielen kann und die Stellung verbessern kann, auch gezielt gegen das Läuferpaar gerichtet.
Ja, Garry hat natürlich viel sizilianisch gespielt, auch königsindisch mit Schwarz, also war tatsächlich eher für die aggressiven Eröffnungen und Varianten zu haben. Und hier mal eine etwas andere Partie. Judith aber auch, also sie hat mit Schwarz ja auch viel sizilianisch gespielt und ich glaube, die zwei haben sich auch im Neidorf sehr viel duelliert. Ja, okay, eine erste Idee mit C4, C5 am Damenflügel, das Ganze abzusperren. Und dann die Bauern am Königsflügel zum Laufen zu bringen. Meine Frage ist jetzt, warum musst du erst am Damenflügel was absperren? Schwarz kann da ja die Bauern sowieso nicht so gut zum Laufen bringen, eben durch diesen Doppelbauern, der ist nicht so beweglich. Ja, Türme verdoppeln ist sicherlich auch immer eine gute Idee. E6 ist auch was, was in der Stellung liegt, was man aber auch immer mit Vorsicht genießen muss, weil so ein Bauer natürlich auch schnell mal schwach wird. Ah, Herbert, deine Idee gefällt mir sehr gut und auch die Begründung dazu. G4 mit der Idee, ein Vorpostenfeld auf F5 zu schaffen und genau, dass man dann die D-Linie erhält und vor allen Dingen auch den Läufer einsperrt. Und ja, ich zeige euch den Zug einfach mal, weil das ist nämlich genau der in der Partie kam und der hier auch der beste Zug in der Stellung ist. Also G4. So einen Zug muss man natürlich auch immer prüfen, weil den eigenen König so zu öffnen, kann natürlich auch riskant sein, gerade im Spiel gegen das Läuferpaar. Aber G4 richtet sich auch gezielt gegen das Läuferpaar, weil man erhält jetzt hier so ein schönes Vorpostenfeld auf F5, was man gut mit dem Springer besetzen kann und was dann eben auch diesen Läufer hier einschränkt auf H7. Deswegen ist G4 hier wirklich eine sehr, sehr gute Fortsetzung und genau die richtige Option. Und Läufer E7 wurde gespielt mit der Idee, dass jetzt nach Springer F5 der Läufer auf H4 früher oder später sowieso ziehen muss. Es kam erstmal noch König G2 und H5 und jetzt eben hier Springer F5. Und die Idee dahinter ist auch unter anderem, dass Schwarz eigentlich nie so gut auf F5 schlagen kann, weil diese Stellung schon gewonnen ist tatsächlich für Weiß. Muss man natürlich noch verwandeln, ganz klar. Aber warum ist das so? Vor allen Dingen aufgrund des schwachen schwarzen Königs, der hier wirklich so blöd in der Mitte steht, dass er auch die eigenen Türme behindert. Und hinzu kommen natürlich noch so aktive Ideen wie E6 oder auch F6, mit denen Weiß hier die Stellung noch weiter verstärken kann. Also so eine Stellung ist hier schon super unangenehm für Schwarz, weil Weiß auch ganz in Ruhe hier mit dem König nach F3 vielleicht sogar noch weitergehen kann, die Türme verdoppeln kann und langsam die Stellung verstärkt, wohingegen Schwarz irgendwie die Figuren kaum verbessern kann. Genau, Schachpirat ist ein ganz wichtiges Merkmal. Schwarz kann nicht mehr rochieren, weil er schon mal auf D8 eben die Dame geschlagen hat und dann wieder zurück nach E8 gegangen ist. So, nach Springer F5 ist also erstmal der G7-Bauer angegriffen und Läufer schlägt F5 funktioniert nicht gut. König F8 scheitert an Turm D7 mit Gewinnstellung für Weiß, deswegen muss hier schon Läufer F8 kommen. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Stellung für Weiß, wo man ganz in Ruhe den König erstmal verbessern kann und ja, dann zum Beispiel auch auf der D-Linie verdoppelt, wie ihr ja auch schon gesagt habt.
Schwarz versucht hier irgendwie Spiel auf der H-Linie zu bekommen, aber das ist natürlich nicht so einfach, weil Weiß hier den Turm einfach wieder vertreiben kann. Hier auch ganz wichtig, dass König F4 nicht so stark ist. Zum einen, weil man jetzt eben nicht das Tempo mitnimmt, also der Turm auf H3 ist jetzt nicht angegriffen. Und zum anderen, weil der eigene Läufer hier versperrt wird. Und wann das ins Gewicht fällt, das werde ich euch zeigen, denn die schwarze Idee in dieser Stellung ist es hier, auf jeden Fall ein paar Türme zu tauschen und diesen Turm ins Spiel zu bringen bzw. eben abzutauschen, in der Hoffnung, dass man dann den König irgendwie nach C8 bringen kann und dann langsam die Figuren entwickelt und dann aus dem Gröbsten raus ist. Also das ist die Idee. Und nach Turm D1, König C8, steht Weiß hier zwar immer noch ganz vorteilhaft, aber jetzt wäre es natürlich super stark, wenn man Läufer G5 spielen könnte, weil dann droht Turm D8 entweder mit Matt oder mit Läufer gewinnen. Und beides ist eben nicht mehr zu verhindern. Deswegen steht der König auf F4 hier gar nicht so gut, sondern eben auf G2 besser. Und das ist eben auch der Zug, den Judith in der Partie gespielt hat. Weil die Idee ist es nach wie vor, Turm D8 zu verhindern. So, und das geht jetzt eben auch genau aus diesem Grund nicht. Also Turm D8, dann folgt Turm schlägt D8, König schlägt D8, Turm D1 und auf König C8 kommt eben wieder Läufer G5. Also das kann sich Schwarz einfach nicht erlauben. Deswegen kam hier in der Partie F6 mit der Idee, genau diese Idee halt rauszunehmen. Ah ja, aktiver Springer kennt sich aus im Berliner sehr gut, ich mich nicht. Ich weiß halt nur, dass es da super viele Feinheiten gibt und ja, dass es da auch immer wieder theoretische Entwicklungen gibt, wo Weiß dann mal wieder was versucht und dann irgendwann kommt wieder die Verteidigung von Schwarz. Genau. So, Läufer F4 hier auch ein sehr interessanter Zug, weil es zulässt, dass Weiß hier einen Doppelbauern erhält. Weil Schwarz, also jetzt drohen hier auch erstmal irgendwie Abtäusche und oder E6 und dann hängt irgendwann der C7. Also Weiß verbessert hier nach wie vor die Stellung oder auch Turm E1 sieht auch sehr stark aus. Also Schwarz kann hier nicht abwarten, sondern er muss irgendwas machen. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob dieser Abtausch hier für Schwarz sehr gut ist, weil jetzt hier Weiß über so einen blöden, vereinzelten Doppelbauern verfügt. Aber der Trick ist hier eben, Turm E1 zu spielen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Zug, weil nach Läufer schlägt E5 hätte Schwarz eben wieder die Chance, Turm D8 zu spielen und hier abzutauschen. Und das ist halt alles, was Schwarz möchte. Und damit wäre er quasi aus dem Gröbsten raus. Also Weiß steht hier immer noch gut, einfach aufgrund der Figurenaktivität und auch schwacher Punkte im schwarzen Lager. Aber hier hätte Schwarz auf jeden Fall schon was erreicht. Aber nach Turm E1 geht das eben nicht, weil jetzt geht Turm D8 natürlich nicht, weil jetzt Turm schlägt E5 mit Schach kommt und dann geht hier irgendwie Material verloren. Also wieder ganz wichtig, Schwarz hier nicht zur Entwicklung und nicht zum Abtausch kommen lassen. Es folgte Läufer D6, gefolgt von König D7. Läufer schlägt E5, klappt hier nicht wegen dem schönen Zug König G4, der mit der Drohung Turm D7 spielt und quasi schon mal sich gegen König F6 richtet. Also man könnte natürlich auch direkt Turm D7 spielen, aber das ist eben nicht so stark, weil nach König F6 wäre dann der Turm auf E5 angegriffen. Und jetzt droht quasi direkt Matt, ne? Turm D7, König F6, Turm E6 Matt. Deswegen kann Schwarz hier quasi schon fast aufgeben und hat hier deswegen nicht auf E5 geschlagen, sondern König D7 gespielt. Und jetzt kam hier auch nochmal ein sehr schöner Zug, nämlich C4. Jetzt kommt das Spiel hier am Damenflügel, wie ihr vorhin ja schon prophezeit habt, mit der Idee, okay, ganz klar, es droht C5 und nach C5 von Schwarz kann man jetzt eben auf D6 schlagen und hat jetzt hier einen rückständigen Bauern erreicht. Also ein sehr schönes Motiv, finde ich auch nochmal, um eben Bauernschwächen im gegnerischen Lager zu verankern. Und jetzt sehen wir direkt, dass diese Bauernschwäche hier auch nach Turm E6 verloren geht. Also Schwarz kann hier
diesen Bauern nicht mehr decken, versucht noch irgendwie selber Gegenspiel auf der H-Linie zu erhalten mit den eigenen Türmen, aber Weiß nimmt jetzt hier schon mal den ersten Bauern mit und greift jetzt hier direkt auch noch den nächsten an. So, es folgte jetzt erstmal hier ein paar Schachs, aber jetzt verbessert Judith hier langsam ihren König und kann jetzt eben auch nach vorne marschieren. Und der König ist jetzt hier aber auch komplett sicher, weil die eigenen Türme eben auch diesen König schützen und vor allen Dingen auch diese Bauern, die jetzt doch eben auch sehr stark sind. B6, gut, der C5 war angegriffen, Turm C6. Und jetzt König B8, König B7 stattdessen würde eher Weiß helfen, weil jetzt mit Turm G6 quasi nochmal der G7 quasi mit Tempo, mit Schach hängen würde. König B8, Turm D7, also Judith macht das hier wirklich sehr schön, finde ich. Sie aktiviert ihre Türme, greift nebenbei, muss man schon fast sagen, immer wieder die Bauern im schwarzen Lager an und hat ja auch bereits schon einen Mehrbauern. Schwarz versucht hier auch noch einen Druck zu machen und auch ein paar Bauern mitzunehmen, aber Weiß ist hier ganz entspannt und deckt erstmal den Bauern. Und jetzt nach Turm F8 nimmt man sich eben die Zeit, um hier Mattdrohungen quasi mit Bauerngewinndrohungen zu verknüpfen. Es folgte noch Turm schlägt F5, aber jetzt nach Turm B7 gibt es hier quasi so eine direkte Schachfolge. Jetzt nach Turm schlägt G7 hat Schwarz hier schon aufgegeben. Also es kam, glaube ich, noch König C8, aber direkt danach die Aufgabe. Begründung ist, dass Weiß jetzt hier relativ einfach quasi noch den nächsten Bauern mitnimmt. Mit Turm schlägt A7, jetzt muss man sich hier wieder um das Matt kümmern. Und jetzt nach König B8 gibt es natürlich verschiedenste Wege. Am einfachsten ist vermutlich hier Turm F7 mit Turmtausch. Und diese zwei Mehrbauern werden Judith dann zum Sieg verhelfen, zumal der eine ja hier schon entfernt ist und direkt loslaufen kann. So, das waren die vier Partien, die ich für euch rausgesucht hatte. Wie gesagt, Judith hat natürlich noch gegen viele weitere Weltmeister und auch generell sehr starke Spieler gewonnen und war nicht nur deswegen eben ja eine der stärksten Spielerinnen weiblicher Natur sowieso, aber eben auch im Vergleich mit den Männern. Und ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute aus diesen Partien mitnehmen können. Wir haben zum einen Aspekte im Spiel gegen das Läuferpaar betrachten können, also gerade hier in dieser Partie gegen Kasparov, der Zug G4 mit der Idee, dann anschließend den Springer auf F5 zu postieren. Wir haben aber auch Aspekte im Spiel mit dem Läuferpaar kennengelernt, nämlich E3 gegen Smyslov, also quasi die erste Partie, wo das Läuferpaar entfesselt wurde mit diesem Bauernopfer, oder naja, war ja eigentlich kein richtiges Opfer, aber mit E3, mit diesem Bauernvorstoß, und eben auch dieses doppelte Läuferopfer gegen Karpov mit Läufer schlägt H7 und dann gefolgt von Läufer schlägt G7. Auch noch ein interessanter Aspekt eben aus verteidigender Sicht, quasi dieser Befreiungsschlag mit F5 gegen Carlsen, der Judith dann Chancen gegeben hat, am Ende auch die Partie zu gewinnen. Dann möchte ich kurz noch was zu Judith allgemein zusammenfassen, aber nicht hier, sondern ja, hier ist die richtige Folie. Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen was zu Judith erzählt und heute habe ich auch noch mal ein paar Sachen erwähnt. Wir haben schon richtig gestellt, dass sie auf Platz 8 der Weltrangliste war, aber eben mehrere Jahre wirklich Top 10, Top 20 bei den Männern eben mitgehalten hat. Besonders bemerkenswert, sie ist mit 15 Jahren und 4 Monaten Großmeister geworden, also männlicher Großmeister, wenn man so möchte, und hat damals quasi den Rekord von Fischer geknackt und hat es quasi einen Monat früher geschafft als er. Also das ist wirklich schon eine Sensation auf jeden Fall. Und damit ist sie eben auch die spielstärkste Frau der Schachgeschichte. Generell
ist das Schwestern-Trio auf jeden Fall sehr bekannt. Also sie hat noch zwei ältere Schwestern, die auch beide Weltklasse-Spielerinnen waren und sind und eben von ihrem Vater trainiert wurden. Und das hat natürlich auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass da wirklich so drei Wunderkinder quasi in den Schachhimmel aufgestiegen sind und ja, es eben auch bis in die Männerweltspitze geschafft haben. Von Short kommt das Zitat, was ihr da lesen könnt, dass eben Judith eine Killerin ist, die das Matt schon 20 Züge im Voraus berechnen kann. Und das bezieht sich unter anderem eben auch auf ihren aggressiven Spielstil und ihre vielen tollen Kombinationen, von denen wir ja auch letzte Woche schon welche gesehen haben. Ja, sie hat 2014 sich vom Profi-Schach zurückgezogen, also spielt nicht mehr aktiv selber, aber ist natürlich trotzdem noch in der Schachwelt präsent als Kommentatorin beispielsweise, als auch sehr sympathische Kommentatorin, wie ich finde. Und ich glaube, wir haben da auf jeden Fall sehr, sehr viel von ihr an Partien und so weiter, wovon wir lernen und profitieren können. Und ja, eine sehr beeindruckende Frau, wie ich auf jeden Fall finde. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Und ich kann natürlich nicht beurteilen, wie ihre Kindheit war, aber auf mich macht sie als Frau auf jeden Fall einen sehr angekommenen Eindruck, also dass sie mit sich und mit ihrer Karriere und allem im Reinen ist. Sie ist ja auch verheiratet, hat Kinder und klar, das ist immer super schwierig, das als Außenstehende zu bewerten. Das möchte ich auch gar nicht, aber wie gesagt, ich habe sie auf jeden Fall als sehr, sehr sympathische, auch sehr lebensfrohe Frau kennengelernt. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nächste Woche geht es weiter mit Grischuk. Ihr könnt es, glaube ich, gar nicht so gut lesen. Ich rutsche mal kurz zur Seite. Da werden wir vielleicht auch noch mal ein paar Turmschwenks zu Gesicht bekommen, hatten wir ja heute schon. Mal schauen, welche Partien wir da raussuchen werden, aber das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der das Risiko nicht scheut. Das Thema hatten wir ja vorhin, also von daher können wir uns auf sehr viele spannende Partien freuen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche zur nächsten Lernstunde wieder. Bis dahin!